In Bayern gibt es so einen Witz, und zwar, dass die CSU nur deshalb so gut gewählt werden würde, weil die Schnur, an dem der Stift festgemacht ist in der Wahlkabine, nur ganz, ganz kurz ist, sodass eben nur ein Kreuz ganz oben bei der CSU möglich ist. Als ich das erste Mal in der Wahlkabine war, hat mich interessiert, ist es wirklich nur ein Witz oder stimmt es? Die Wahrheit ist, die Schnur ist lang genug, also man kann theoretisch gesehen auch andere Parteien wählen. Fazit, die Bürger wählen die CSU definitiv, weil sie es offensichtlich wollen. Aber ganz im Ernst, mein erstes Mal in der Wahlkabine war wahrscheinlich wie bei jedem. Bisschen aufgeregt ist man. Man weiß vorher, wen man wählen möchte. Also man geht nicht unvorbereitet in diese Wahl rein. Und letztlich kreuze ich dann die CSU an. Und ich habe es, glaube ich, hinterher noch dreimal kontrolliert, weil ich sicher gehen wollte, auch richtig gewählt zu haben.